Freedom of thought, uncaged rage, so pure its end is forever, from forever, together, a philosophia. Mucho intríngulis y tal vez un poco tocar el famoso problema del antisemitismo de Heidegger con una visión muy cercana para que a lo mejor pensemos un poco distinto de lo que normalmente pensamos. Pues yo le doy muchas gracias por haber venido, es una excelente persona y como se llama, como todo el mundo, pero bueno, especialmente, y ya le doy la palabra. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler. Als erstes danke ich dem Gastgeber, Herrn Juan Ezequiel Morales und allen, die zur Vorbereitung dieser Tagung auf dieser schönen Insel beigetragen haben. Die zuvorkommende und großzügige Gastfreundschaft ist ein Geschenk. Danke. In diesen Dank möchte ich Herrn Professor Markus Gabriel einschließen, ohne dessen Vermittlung ich heute nicht hier wäre und der mich ermutigte, die Einladung auch anzunehmen. Das Thema der Tagung lautet Soziale Ontologie und digitale Ära. Zu keinem dieser beiden Themenbereiche bin ich zuvor in die Öffentlichkeit getreten. Warum dann hier? Es wird weniger daran liegen, dass Sie einen Rechtsanwalt aus einer kleinen süddeutschen Stadt mit ca. 40.000 Einwohnern eingeladen haben, sondern hoffen, dass der Enkel Martin Heideggers, der seit 2014 auch sein Nachlassverwalter ist, vielleicht Aufschlussreiches über den Denker berichten kann, der in den 20er Jahren die Seinsfrage neu gestellt hat und damit eine Wirkungsgeschichte begründete, die bis heute nicht nachlässt. Und der über die moderne Technik und seine Folgen nachgedacht hat auf eine Art und Weise, die auch in der heutigen digitalen Welt noch von Bedeutung sein kann. Doch es bedarf einleitend einer Klarstellung. Vor Ihnen sitzt nur der Nachlassverwalter, im rechtstechnischen Sinne würde man besser sagen rechte Verwalter. Im umgangssprachlichen Sinne ist der Begriff Nachlassverwalter jedoch zutreffend. Wenn ich im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar bei Stuttgart sitze und Schritt für Schritt den unbeschreiblich umfangreichen wissenschaftlich-literarischen Nachlass sichte und darüber nachdenke, ob, wann und wie der noch nicht veröffentlichte Teil dieses Nachlasses der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, oder wenn ich mich im Brief- und vor allem E-Mail-Verkehr mit den Herausgebern, Verlegern, Übersetzerinnen und Übersetzern befinde, spüre ich die Verantwortung, die der Nachlass Martin Heideggers mit sich bringt. Vor Ihnen sitzt kein Philosoph. Kein lebendes Mitglied der Familie Heidegger ist Philosoph. Einer aus unserer Familie hat es in diesem Bereich zu etwas gebracht. Das reicht auch. Mehr als 42 Jahre nach seinem Tode ist die weltweite Aufnahme seines Denkens unverändert stark. Ob in Japan, China oder Korea,
ob in Nord- oder Lateinamerika, ob in den großen Ländern Europas oder auch in vielen kleineren Ländern, zum Beispiel Slowenien, Kroatien und, was mich besonders freut, auch in Israel oder auch in bevölkerungsschwachen Ländern wie der Mongolei. Vor ein paar Jahren erhielt ich eine Übersetzung von seiner Zeit auf Mongolisch. Das Denken Heideggers übt eine bleibende Faszination aus, was ich nicht zuletzt an den Übersetzungsfragen ablesen kann. Allein in Deutschland ist die Aufnahme leider rückläufig. Die heimische Freiburger Universität plante sogar, den Husserl-Heidegger-Lehrstuhl abzuschaffen, auch wenn dies auch aufgrund der Initiative von Markus Gabriel derzeit zumindest offen ist. Wenn ich Sie nun nicht mit philosophischen Erkenntnissen bereichern kann, hoffe ich doch, Ihnen durch meinen Blick aus der Nähe Martin Heidegger etwas näher bringen zu können. Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile. Zunächst möchte ich einige Ausführungen zum Umfeld der Entstehung von Sein und Zeit bringen, dann von den mir bekannten Begegnungen meines Großvaters mit moderner Technik berichten und schließlich, weil ich dies für den Ansatz der Beschäftigung mit dem Denken Martin Heideggers für wichtig halte, über Entstehung und Struktur der Gesamtausgabe vortragen. Zum ersten Punkt, zum Umfeld der Entstehung von Sein und Zeit. Zum 8. April 1926, dem Geburtstag Edmund Husserls, schließt mein Großvater die Handschrift als Ersatzvorlage für Sein und Zeit erste Hälfte in Todtmarberg im badischen Schwarzwald ab. Am 9. August 1922, 4 Jahre zuvor, bezieht die Familie Heidegger eine kleine Hütte an einem Steilhang oberhalb des Ortsteils Rütte. Meine Großmutter Elfriede hatte, wie es in der familiären Überlieferung heißt, mit ihren letzten Ersparnissen ein Grundstück gekauft und nach ihren Plänen eine kleine, nur 6 mal 7 Meter große Hütte errichten lassen. Sie will ihrem Mann einen Ort zur Verfügung stellen, an dem er möglichst ungestört vom städtischen und akademischen Trubel seiner Arbeit nachgehen kann. Doch das Ehepaar Heidegger hat 2 kleine Söhne, die in der kleinen Hütte ein ungestörtes Arbeiten nicht zulassen. Unterhalb der Hütte im Bühlhof bei der Familie Brender ist das sogenannte Altenteil frei geworden, das als Studierstube für ungestörtes Arbeiten zur Verfügung steht. Wenn mittags um 12 das Glöckle, das ist Dialekt, vom benachbarten Glöcklehof läutet, geht mein Großvater zum Mittagessen hinauf, ehe die Arbeit am Nachmittag fortgesetzt wird. 1923 erhält mein Großvater einen Ruf an die Universität Marburg. Richtig heimisch wird er an dieser preußisch-hessischen Universität nicht. Mit großer Freude zieht es ihn in den Semesterferien nach Todtmarberg, sodass der ältere Sohn Jörg dort sogar die Volksschule besucht. Das bäuerliche Umfeld in Todtmarberg, das seiner aus dem Handwerk geprägten bescheidenen Herkunft in Meßkirch entspricht, die frische Luft und die Lebensart der benachbarten Bauern bilden die Umgebung, die er für seine Arbeit braucht. Hören wir hinein, wie er es selbst beschreibt. Zitat: Die philosophische Arbeit verläuft nicht als abseitige Beschäftigung eines Sonderlings. Sie gehört mitten hinein in die Arbeit der Bauern. Die innere Zugehörigkeit der eigenen Arbeit zum Schwarzwald und seinen Menschen kommt aus einer jahrhundertelangen, durch nichts ersetzbaren alemannisch-schwäbischen Bodenständigkeit. Ich bin einfach in die Eigenschwingung der Arbeit versetzt und bin ihres verborgenen Gesetzes im Grunde gar nicht mächtig. Zitat Ende. Meine Großmutter hat nach eigenem Bekunden den Ort, an dem noch heute die Hütte steht, bereits vor dem Ersten Weltkrieg besucht
ohne Martin Heidegger zu kennen. Mit Skiern aus Norwegen unternimmt sie erste Skifahrversuche. Sie erkennt, dass Todtnauberg der geeignete Ort des Denkens für ihren Mann ist. Mein Vater hat einmal anhand der Hüttenbucheinträge die Zeit zusammengerechnet, die mein Großvater zwischen 1922 und 1974, dem letzten Besuch auf der Hütte, verbringt. Es sind in diesen 52 Jahren fast 10 Jahre. Der Schwarzwald und seine Menschen und die von meiner Großmutter klugerweise errichtete Hütte gehören untrennbar zum Umfeld der Entstehung von Sein und Zeit. Wenn es um dieses Umfeld geht, darf ein Name nicht fehlen: Edmund Husserl. Mein Großvater habilitiert sich bereits 1915 bei Heinrich Rickert. Edmund Husserl wird 1916 aus Göttingen kommend auf den Lehrstuhl Rickerts berufen. Sein persönlicher Assistent wird Martin Heidegger. Es sind Jahre des gründlichen Lernens, die auf die Entwicklung seines Denkens und seiner Sprache einen starken Einfluss ausüben. Die folgerichtige Widmung in Sein und Zeit lautet, Zitat, Edmund Husserl, in Verehrung und Freundschaft zugeeignet. Diese Widmung ist nicht nur Dank für die Bereitschaft Husserls, die Schrift als Sonderdruck im Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung herauszugeben, sondern auch Ausdruck eines Näheverhältnisses, das 1926 noch besteht. Wenn Familie Heidegger von Marburg kommend nach Todtnauberg fährt, wird regelmäßig in Freiburg-Günterstal bei Familie Husserl übernachtet. Mein Vater spricht denn auch heute noch von Onkel und Tante Husserl. Auch wenn Karl Löwitt und Martin Heidegger sich in ihrem 2017 erstmals veröffentlichten Briefwechsel übereinstimmend kritisch, zuweilen leicht spöttisch über Husserl äußern, besteht kein Anlass, die in der Fußnote auf Seite 38 in seinen Zeit enthaltene Würdigung Husserls in Frage zu stellen. Sie lautet, Zitat, wenn die folgende Untersuchung einige Schritte vorwärts geht in der Erschließung der Sachen selbst, so dankt das der Verfasser in erster Linie Edmund Husserl, der den Verfasser während seiner Freiburger Lehrjahre durch eindringliche persönliche Leitung und freieste Überlassung unveröffentlichter Untersuchungen mit den verschiedenen Gebieten der phänomenologischen Forschung vertraut machte. Zitat Ende. Zwar hält Heidegger noch die Festansprache zum 70. Geburtstag von Husserl am 8. April 1929 und nennt ihn seinen, Zitat, lieben väterlichen Freund. Doch beide entfremden sich. Nach meiner Kenntnis liest Husserl Sein und Zeit erstmals gründlich erst nach seiner Emeritierung 1928 und stellt zu seinem Erschrecken fest, dass sein Schüler den von ihm vorgezeichneten Weg der Phänomenologie nicht weitergeht, sondern einen eigenständigen Weg einschlägt. Die brieflichen Zeugnisse Husserls gegen Heidegger sind Anfang der 30er Jahre sehr scharf. In Vorträgen rechnet Husserl mit seinem Schüler in deutlicher Weise ab. Beide behaupten, der jeweils andere habe 1933 die Beziehung abgebrochen. Nach meinem Kenntnisstand der Dokumente spricht mehr für die Darstellung meines Großvaters. Erlaubt sei in diesem Zusammenhang ein Hinweis auf ein fast unauslöschbar scheinendes Gerücht, Heidegger habe 1933 Husserl das Betreten der Universität verboten. Das Gegenteil trifft zu. Die Nazis verbannen Husserl bereits vor der Wahl Heideggers zum Rektor von der Universität. Wenige Tage nach der Wahl stößt Heidegger auch für seinen Vorgänger Husserl die Tür zur Universität wieder auf. Maßnahmen gegen Husserl werden vom Rektor Heidegger nicht ergriffen, wohl aber Maßnahmen für ihn. So bittet der Jüngere den Älteren, die Vorlesungen wieder aufzunehmen, was nicht geschieht.
Husserls Werke werden im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Universitätsbibliotheken in Freiburg nicht entfernt. Es ist glaubhaft bezeugt, dass Heidegger auch in der NS-Zeit seine Schülerinnen und Schüler zum Lesen, zum Beispiel der logischen Untersuchungen von Husserl, auffordert. Als Husserl 1938 stirbt, erscheint mein Großvater nicht zur Beerdigung. Er bittet für dieses wörtlich menschliche Versagen Frau Malvine Husserl, die Witwe, in seinem Brief zu ihrem 90. Geburtstag 1950 um Verzeihung. Zum menschlichen Umfeld in der Entstehungsphase von Sein und Zeit gehört auch Hannah Arendt. Die junge, hochbegabte und, wie die Bilder von damals zeigen, wunderschöne Frau wird Mitte der 20er Jahre zu einer Geliebten meines Großvaters. Die übrige Familie bekommt davon nichts mit. Mein Großvater unternimmt mit seiner Familie gemeinsame Wanderungen. Die Söhne erinnern sich an Paddeltouren mit ihrem Vater auf der Lahn, an das Ringtennisspiel und mein Vater an eine sausende Abfahrt auf dem Fahrradlenker. Kein Vorbild. Erst 1950 erfährt meine Großmutter und von ihr dann auch die Söhne von dieser großen Liebe. Auch wenn Hannah Arendt zweifellos eine bedeutende Geliebte meines Großvaters ist, sollten wir nicht übersehen, dass unsere Kenntnis über diese Beziehung fast ausschließlich von der Seite Hannah Arendts herkommt. Bis auf die von Hannah Arendt erhaltenen Originalbriefe meines Großvaters gibt es von seiner Seite nichts, was er der Nachwelt oder auch nur der eigenen Familie über diese Freundschaft hinterlässt. Hannah Arendt hingegen sorgt nicht nur durch das Aufbewahren der Korrespondenz, sondern auch durch gezielte Gespräche, zum Beispiel mit dem damals jungen Publizisten Joachim Fest, dafür, dass die Nachwelt von dieser Freundschaft erfährt. Diese mag bedeutsam sein, doch auch in dieser Marburger Zeit ist sie nicht die einzige. Es bleibt eine fragwürdige Einstellung des duldsamen Hinnehmens, wenn meine Großmutter dazu gesagt haben soll, bei großen Männern ist das so. Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, Todtner Berg, Husserl, Elfriede und weitere Frauen gehören zum Umfeld der Entstehung von Sein und Zeit. Zum zweiten Punkt, Begegnungen mit der Technik. Für die Nicht-Philosophen sind der Feldweg, vom Geheimnis des Glockenturms, vor allem aber die 1955 in seiner Heimatstadt Meßkirch gehaltene Gedenkrede Gelassenheit, Schriften, die einen ersten Zugang zum Denken meines Großvaters ermöglichen. Die Gedenkrede zu Ehren des ebenfalls aus Meßkirch stammenden Komponisten Konradin Kreutzer vereinigt den Anspruch, allgemeinverständlich und zugleich philosophisch gehaltvoll zu sein. In ihr stellt er sich der damals aktuellen Entwicklung der Wissenschaft. Im Juli 1955 erklären 18 Nobelpreisträger auf der Insel Mainau in einem Aufruf wörtlich, Zitat, die Wissenschaft, das heißt hier die moderne Naturwissenschaft, ist ein Weg zu einem glücklicheren Leben des Menschen. Zitat Ende. Und der amerikanische Chemie-Nobelpreisträger Wendell Stanley erklärt auf der Lindauer Nobelpreisträgertagung im selben Jahr, Zitat, die Stunde ist nah, wo das Leben in die Hand des Chemikers gelegt ist, der die lebendige Substanz nach Belieben ab- und aufbaut und verändert. Zitat Ende. Heidegger hinterfragt das neue Glück des Menschen, die Berechenbarkeit, das Planbare. Wenn die alte Bodenständigkeit verloren geht, vermögen wir noch besinnlich oder, wie es an anderer Stelle heißt, schonend zu denken? Hören wir noch einmal hinein, wie er sein Verhältnis zur technischen Welt beschreibt. Zitat: Für uns alle sind die Einrichtungen, Apparate und Maschinen der technischen Welt heute unentbehrlich. Für die einen im Größeren,
für die anderen im kleineren Umfang. Es wäre töricht, blindlings gegen die technische Welt anzurennen. Es wäre kurzsichtig, die technische Welt als Teufelszeug verdammen zu wollen. Wir sind auf die technischen Gegenstände angewiesen. Sie fordern uns sogar zu einer immerzu steigenden Verbesserung heraus. Unversehens sind wir jedoch so fest an die technischen Gegenstände geschmiedet, dass wir in die Knechtschaft zu ihnen geraten. Aber wir können auch anderes. Wir können die technischen Gegenstände benutzen und doch zugleich bei aller sachgerechter Benutzung uns von ihnen so frei halten, dass wir sie jederzeit loslassen. Wir können die technischen Gegenstände im Gebrauch so nehmen, wie sie genommen werden müssen. Aber wir können diese Gegenstände zugleich auf sich beruhen lassen als etwas, was uns nicht im Innersten und Eigentlichen angeht. Wir können Ja sagen zur unumgänglichen Benutzung der technischen Gegenstände und wir können zugleich Nein sagen, insofern wir ihnen verwehren, dass sie uns ausschließlich beanspruchen und so unser Wesen verbiegen, verwirren und zuletzt veröden. Wenn wir jedoch auf diese Weise gleichzeitig Ja und Nein sagen zu den technischen Gegenständen, wird dann unser Verhältnis zur technischen Welt nicht zwiespältig und unsicher? Ganz im Gegenteil. Unser Verhältnis zur technischen Welt wird auf eine wundersame Weise einfach und ruhig. Wir lassen die technischen Gegenstände in unsere tägliche Welt hinein und lassen sie zugleich draußen, das heißt auf sich beruhen als Dinge, die nichts Absolutes sind, sondern selbst auf Höheres angewiesen bleiben. Ich möchte diese Haltung des gleichzeitigen Ja und Nein zur technischen Welt mit einem alten Wort nennen, die Gelassenheit zu den Dingen. Zitat Ende. Wie aber steht es nun mit den eigenen Begegnungen Heideggers mit den Gegenständen der technischen Welt? Hat er diese Haltung des gleichzeitigen Ja und Nein auch gelebt? Kehren wir noch einmal auf die Hütte zurück. Von 1922 bis 1930 gibt es dort oben noch nicht einmal Strom. 1930 erhält mein Großvater seinen ersten Ruf an die Universität Berlin. Er lehnt ab und bleibt zu schlechteren Bedingungen in Freiburg. Meine Großmutter, die grundsätzlich die geschäftlichen Angelegenheiten besorgt, sie gehörte vor dem Ersten Weltkrieg zu den ersten Studentinnen der Nationalökonomie, sie veranlasst, dass die Universität Freiburg eine Stromleitung auf die Hütte legt. Kaum ist sie gelegt, kann nicht nur bei Dunkelheit weitergearbeitet werden, sondern es wird auch ein Grammophon angeschafft und abends immer wieder klassische Musik gehört. Nach nicht allzu langer Zeit kommt es zu einem Einbruch in die Hütte. Einziges Objekt der Begierde des Einbrechers, der Schallplattenspieler. Seither gibt es dort oben keinen mehr. Im Oktober 1962 droht während der Kuba-Krise der Dritte Weltkrieg auszubrechen. Um die Nachrichten mitverfolgen zu können, schaffen sich meine Großeltern ein rosafarbenes Radio der Firma Grundig an. Dieses gibt es noch heute. Wer Jahrgang 1889 ist, bekommt die Entwicklung des Automobils von seinen Anfängen bis zur industriellen Massenherstellung mit. Ab Anfang der 30er Jahre besitzt auch die Familie Heidegger ein Auto. Das ist im damaligen Freiburg noch ein seltener Luxus. Den Führerschein macht jedoch nur Elfriede. Mein Großvater unternimmt einen Fahrversuch. Das Auto landet nach wenigen Metern im Graben. Es sollte ein einmaliger Versuch bleiben.
Ab Mitte der 50er Jahre kommt das Fernsehen auf und wird bald aus dem Leben der meisten Bundesbürger nicht mehr wegzudenken sein. Meine Großeltern entscheiden sich gegen die Anschaffung. Meine Großmutter versucht abends, meinem Großvater zu gemeinsamer Lektüre von Goethe anzuregen. Er bevorzugt lieber Hölderlin. Dennoch, völlig verzichtet auch mein Großvater nicht auf das Fernsehen. Aus Anlass seines 80. Geburtstags gibt es mit Professor Wisser ein Fernsehgespräch. Wenn ein Länderspiel im Fußball stattfindet, die Bundesliga ist ihm zu banal, nimmt er eine Flasche Wein unter den Arm, geht zu seinem Nachbarn, um am Bildschirm mit höchst kundigen Bemerkungen das Spiel zu begleiten und, wie der Nachbar mir verriet, die Flasche Wein ist am Ende des Spieles leer. Auch mit dem Fliegen ist mein Großvater sehr zurückhaltend. Wenn ich richtig unterrichtet bin, gibt es nur eine gemeinsame Flugreise meiner Großeltern. Noch Jahrzehnte später berichtet mir meine Großmutter mit sichtlichem Vergnügen von diesem Flug. Kurz vor dem Start in Zürich hält mein Großvater wie ein kleiner, ängstlicher Junge seine Hand an der ihrigen fest. Er konnte manchmal so herrlich naiv sein, sagt meine Großmutter dazu. Mein Großvater ist ein großartiger Briefeschreiber. Nach und nach werden noch wunderbare Briefwechsel veröffentlicht werden können. Telefonieren hingegen mag er nicht. Auch in diesem Fall zeigt sich meine Großmutter freundlicher im Umgang mit modernen technischen Geräten. Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass mein Großvater die im Gelassenheitsvortrag geforderte Haltung zu den technischen Gegenständen auch tatsächlich gelebt hat. Symbolhaft erscheint, dass die letzte schriftliche Äußerung meines Großvaters vom Mai 1976 sich auf die Technik und Heimat bezieht. Zitat: Denn es bedarf der Besinnung, ob und wie im Zeitalter der technisierten, gleichförmigen Weltzivilisation noch Heimat sein kann. Zitat Ende. Wir kommen zum dritten Teil, zur Entstehung und Struktur der Gesamtausgabe. Mein Großvater bekommt den Aufstieg des Computers zwar noch mit, schafft sich aber selbst keinen mehr ein, auch die technikfreundlichere Großmutter nicht. Neben Vortrag und Gespräch, er hat es nicht wie Sokrates dabei belassen, sind die Handschriften sein zentrales Medium für die Nachwelt. Kein Buch, keine Vorlesung, kein Vortrag, keine unveröffentlichte Abhandlung, für die es nicht eine Handschrift gäbe. Dazu noch ein kaum überschaubares Meer von Notizzetteln. Die Aufbewahrung und Verwahrung seiner Schriften ist ihm wichtig. Ab 1938 droht Krieg und Freiburg droht Frontstadt zu werden. Es liegt in der Reichweite der französischen Artillerie. Wohin mit den Manuskripten? Ein Ausweg bietet Bruder Fritz Heidegger in Meßkirch. Militärisch ist Meßkirch ca. 100 Kilometer von der französischen Grenze entfernt, nicht als Frontstadt zu erwarten. Und in dieser ländlichen Gegend, geschickt versteckt, besteht die Hoffnung, dass die Handschriften die dunkle Zeit überleben werden. Darüber hinaus kann der verständige Bruder mit dem Abschreiben beginnen. Eine andere technische Möglichkeit, die einmaligen Manuskripte zu vervielfältigen, steht damals noch nicht zur Verfügung. Kein Kopierapparat. Bruder Fritz bewährt sich als kluger Begleiter des Denkers. Unklare Stellen berichtigt er, ohne dass sein älterer Bruder daran Anstoß nimmt. Im Gegenteil, seine Verbesserungsvorschläge werden regelmäßig ohne Umschweife angenommen. Zwei Eisenkisten mit Handschriften werden im Kirchturm des kleinen Örtchens Bietingen bei Meßkirch verwahrt und überstehen den Krieg unbeschadet. Obwohl bei einem Luftangriff auf Meßkirch im Februar 1945, also kurz vor Kriegsende, die Volksbank zerstört wird, können die in einem Panzerschrank eingelagerten Manuskripte gerettet werden. Ein weiterer Teil wird bei Freunden in einem kleinen bayerischen Ort nahe München aufbewahrt.
Die Handschriften überstehen den Zweiten Weltkrieg ohne Verluste. Beide Söhne befinden sich am Ende des Krieges in russischer Gefangenschaft. Der ältere Jörg kehrt erst 1949 zurück. Der jüngere Hermann erreicht Freiburg im September 1947 wieder als Dystrophiker und mit offenen Wunden an Körper und Seele. Die Mutter Elfriede umsorgt den Sohn, der zu ihr im Übrigen kein einfaches Verhältnis hat. Der Sohn kommt langsam wieder zu Kräften und Vater Martin erteilt ihm den Auftrag. Für den Fall seines Todes habe Hermann die Manuskripte zu verschnüren und zu versiegeln und für lange Zeit gesperrt in ein Archiv zu legen. Die Zeit sei noch nicht reif, ihn zu verstehen. Diesen Gedanken finden wir auch im jüngst veröffentlichten Band 82 zu eigenen Veröffentlichungen wieder, in dem er festhält, dass die Leser 10 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Sein und Zeit die mit diesem Buch gestellten Fragen nicht begriffen hätten. Bis Anfang der 70er Jahre scheitern alle Versuche, meinen Großvater zu einer Veröffentlichung seiner Schriften zu bewegen. Beispielhaft sei sein Brief vom 11. April 1972 an den Verleger Vittorio Klostermann Senior angeführt. Zitat: Es würde nicht dem Stil meiner Denkweise entsprechen. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Ich habe alle ähnlichen Anfragen, die im letzten Jahrzehnt von verschiedenen Seiten an mich gerichtet waren, ablehnend beschienen. Zitat Ende. Erst ein Gespräch meines Vaters Hermann mit seinem Vater Martin im September 1973 bringt den Durchbruch. Mein Vater ist in dieser Zeit in einem Stab für NATO-Übungen tätig und daher mit den Planspielen für den Ernstfall vertraut. Die Gefahr eines Dritten Weltkrieges ist in dieser Hochphase des Dritten Kalten Krieges nicht gebannt. Die Gefahr, dass in einem Dritten Weltkrieg seine jahrzehntelangen Anstrengungen verlustig gehen können, wenn die schriftlichen Hinterlassenschaften in nur einem Archiv ruhen, leuchten ihm schließlich ein. Nach kurzer Überlegung bestimmt er seinen Sohn Hermann zu dessen völliger Überraschung zum Betreuer der Gesamtausgabe. Nun geht es zügig voran. Bereits ein halbes Jahr später, im Frühjahr 1974, steht die Grundgliederung der Gesamtausgabe in 4 Abteilungen, ist der Generalvertrag mit dem Verlag Klostermann unter Dach und Fach, stehen die Richtlinien fest. Keine historisch-kritische Ausgabe, sondern eine solche letzter Hand. Die Texte sollen lesbar sein, möglichst nur zusammenhängende Texte, keine Notizen, kein Register, keine Erläuterungen. Sich mit Heideggers Denken zu beschäftigen, soll eine Herausforderung an die Leserschaft bleiben. Kein Herausreißen von kurzen Sätzen, Zitaten oder Namen, sondern es soll ein Nachvollzug der verschiedenen Wege oder des letztlich einen Denkweges ermöglicht werden, ein Mitdenken im Zusammenhang und im besten Fall zu eigenständigen Fragen anregen. Wiederum ein Jahr später erscheint, herausgegeben von Heideggers persönlichem Assistenten Friedrich Wilhelm von Hermann, der erste Band der Gesamtausgabe, die Grundprobleme der Phänomenologie. Mein Großvater ernennt ihn zum Hauptmitarbeiter der Gesamtausgabe. Er wird die meisten Bände herausbringen, zuletzt den schon genannten Band 82 zu eigenen Veröffentlichungen. Ein von meinem Großvater angedachtes Vorwort für die Gesamtausgabe ist nicht mehr fertig geworden. Ich erinnere mich noch daran, wie mein Großvater meinem Vater mitteilt, er habe die Arbeit eingestellt, die Kräfte reichten nicht mehr. Sie reichen aber noch, um mit mir ins Dachgeschoss des Alterswohnsitzes zu gehen und mir die Umbruchkorrektur des ersten Bandes der Gesamtausgabe zu übergeben. Dahinter verbirgt sich jedoch kein philosophisch-pädagogischer Gedanke. Vielmehr sollte ich, damals 7 Jahre alt, die wunderschönen leeren Rückseiten des Papiers nutzen, um darauf zu malen. Wenn auch das Vorwort nicht mehr fertig wird, die Widmung für die Gesamtausgabe verfasst er noch. Sie lautet:
Die Gesamtausgabe ist meiner Frau Elfriede geborene Petri gewidmet. Ihr inständiger Beistand auf dem langen Weg war die Hilfe, derer ich bedurfte. M.H. Die Ehe kennt Höhen und viele Tiefen. Die letzten Jahre kann Elfriede mit ihrem Mann ungeteilt verbringen. Es sind die Jahre, in denen meine Großeltern recht harmonisch zusammenleben, wie auch ich es als kleiner Junge wahrnahm. Fast 6 Jahrzehnte ihres fast 100-jährigen Lebens hatte sie in den Dienst ihres Mannes gestellt. Die Widmung hat sie als Bestätigung ihres langen Einsatzes verstanden. Die Gesamtausgabe besteht aus 4 Abteilungen. Abteilung 1, veröffentlichte Schriften 1910 bis 1976. Abteilung 2, die Vorlesungen von 1919 bis 1944. Abteilung 3, unveröffentlichte Abhandlungen, Vorträge, Gedachtes. Abteilung 4, Hinweise und Aufzeichnungen. Die Gliederung der ersten und zweiten Abteilung geht noch im Wesentlichen auf meinen Großvater selbst zurück. Die Entscheidung, ob auch die frühen Freiburger Vorlesungen von 1919 bis 1923 im Rahmen der Gesamtausgabe erscheinen sollen, überlässt mein Großvater bereits meinem Vater, der sich wenige Jahre nach dem Tod für die Veröffentlichung entscheidet. Die Vorgaben für die 3. und 4. Abteilung sind sehr gering. Satzreife, zusammenhängende Fließtexte sollen veröffentlicht werden. Im Zweifel ist jedoch nicht zu veröffentlichen. Lediglich für die gesondert verwahrten schwarzen Hefte gibt es genauere Handlungsanweisungen. Sie sollen am Schluss der Gesamtausgabe so, wie sie darlegen, veröffentlicht werden. Ohne Kenntnis der Abteilungen 1 bis 3 seien sie nicht verständlich. Nicht zufällig, sondern meines Erachtens sehr bewusst lauten die Titel der bisher veröffentlichten schwarzen Hefte in den Bänden 94 bis 98 auch Überlegungen und Anmerkungen. Aktuell im Satz befindet sich Band 99, 4 Hefte, auch wenn es nur 2 fertiggestellte sind. Es ist ein sehr philosophischer Band, den er in dem Band 98, der in diesem Jahr erschienen ist, mit Sein und Zeit, zweite Hälfte, in Verbindung bringt. In einer schriftlichen Anweisung an meinen Vater aus dem Jahre 1957 nennt er die schwarzen Hefte auch Werkstattaufzeichnungen. Aus meiner Sicht handelt es sich dabei um die bislang treffendste Bezeichnung dieser ungewöhnlichen Textart. Nachdem vor nunmehr gut 4,5 Jahren die ersten Bände Schwarze Hefte erschienen, geschah etwas, was dem gesamten Plan der Gesamtausgabe entgegensteht und der schon zuvor genannten Denkweise meines Großvaters widerspricht, soweit ich sie als Laie verstehe. Wenige Sätze sind aus dem Zusammenhang herausgerissen und als Ausdruck einer antisemitischen Haltung des Autors gebrandmarkt worden. Zweifellos enthalten die schwarzen Hefte Sätze, bei denen ich froh wäre, er hätte sie nicht geschrieben oder zumindest später berichtigt. Er hat es nicht getan. Auch ein einzelner Satz kann viel zerstören. Doch sehe ich mich veranlasst, auf Gesichtspunkte hinzuweisen, die mir bei der Debatte über Heidegger in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind. Die etwa 14 angegriffenen Stellen liegen über mehrere 100 Seiten verstreut. Sie sind selten im unmittelbaren kontextualen Umfeld ausgelegt worden. Noch seltener sind sie im Umfeld seiner Vorlesungen, vor allem der aus der NS-Zeit, seiner seinsgeschichtlichen Abhandlung oder Vorträge gelesen und gedeutet worden. Diese angegriffenen Stellen mögen in inhaltlicher Übereinstimmung zu verschiedenen Sätzen in privaten Briefen oder auch zu Überlieferungen mündlicher, familiärer Art stehen und letztlich für ein antisemitisches Ressentiment bei meinem Großvater sprechen. Ein Ressentiment übrigens, das sich nach meiner Einschätzung weniger gegen den einzelnen Menschen als vielmehr damals gegen das Judentum an sich richtet. Jedenfalls kenne ich bis heute keine fundierte Darlegung, dass Antisemitismus Eingang in seine philosophischen Vorträge
Vorlesungen oder seinsgeschichtlichen Abhandlungen gefunden hätte. Im Gegenteil, die Darlegungen, die in den Denkwegen Heideggers keinen Antisemitismus sehen, ihn sogar für unvereinbar mit ihm halten, leuchten mir ein. Eingeordnet in den zeitlichen und biografischen Rahmen, in dem diese angegriffenen Stellen entstanden sind, verstehe ich sie als zweifellos scharfe Kritik an einer von vielen Erscheinungsformen der damaligen Moderne. Die Angriffe gegen den Amerikanismus, den Bolschewismus, die Engländer, das Christentum sind von größerer Heftigkeit als die Sätze gegen das Judentum. Das Judentum, das beispielsweise in den Nietzsche-Vorlesungen Ende der 30er Jahre im Gegensatz zu den anderen zuvor ernannten Erscheinungsformen nicht vorkommt. Mein Großvater verwendet den Begriff des Antisemitismus in den schwarzen Heften selbst nur ein einziges Mal und nennt ihn töricht und verwerflich. Wenn ich es richtig sehe, war Antisemitismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf eine kurze Bestimmung zusammengefasst: Judenhass und Judenfeindschaft. Der Begriff des Antisemitismus hat sich nach der Shoah erweitert. Heute ist jedes, wie auch immer geartete Ressentiment gegenüber Juden oder Judentum Ausdruck von Antisemitismus. Zwischen Kritik am Judentum und Antisemitismus zu unterscheiden, erscheint daher nicht mehr möglich, zumal uns gerade auch die jüngste Zeit zeigt, wie erforderlich es ist, allen Quellgründen von Antisemitismus wachsam entgegenzutreten. In Bezug auf meinen Großvater wage ich feststellen zu können, dass es keinen Hinweis auf eine Übereinstimmung mit dem biologistisch-rassistischen Antisemitismus der Nazis gibt, auch nicht in der ersten Zeit, in der er sich für das neue Regime einschaltete. Im Gegenteil, sowohl als zunächst gewählter als auch später ernannter Rektor der Freiburger Universität hat er sich für viele bedrängte Jüdinnen und Juden eingesetzt. Zu kurz kommt mir auch der Umstand, dass die schwarzen Hefte zwar anfänglich seine Begeisterung und Nähe zum Nationalsozialismus vor allem im ersten Jahr nach der Machtübernahme zeigen, dass sie aber in zunehmender Weise seine Kritik am Nationalsozialismus auch offenlegen. Das, Zitat, verbrecherische Wesen Hitlers oder dessen verbrecherischer Wahnsinn benennt er klar. Der spätere Professor Walter Biemel berichtet glaubhaft, wie mutig Heidegger gegen das Regime in den Kriegsjahren vorgetragen habe. Man sei zuweilen verwundert gewesen, dass er immer noch da war und nicht abgeholt wurde. Die Universität Freiburg sieht ihn gegen Ende des Krieges 1944 als entbehrliche Lehrkraft an und schickt ihn damit in den Volkssturm zu Schanzarbeiten in den Elsass. Im Sommer 1982 besuchen meine Eltern und ich das Philosophen-Ehepaar Bröcker in Kiel. Käthe Oltmanns-Bröcker ist nach einem Urteil meines Großvaters, das ich vor ein paar Jahren in einem Schweizer Archiv fand, seine, Zitat, beste Schülerin. Frau Bröcker erklärt mir, sie habe inmitten der totalitären Diktatur von Martin Heidegger das Denken, und das heißt das eigenständige Denken, gelernt. Im schon genannten Band 82 zu eigenen Veröffentlichungen bezeichnet er sein erstes Hauptwerk Sein und Zeit als, Zitat, Weg des Fragens. Dies scheint kennzeichnend für sein Denken zu sein. Er will, wie er in den schwarzen Heften schreibt, keine Lehre oder gar Schule hervorrufen, keine Ideologie begründen, kein System der Philosophie errichten oder gar Gefolgschaft sammeln. Ihm geht es darum, wesentliches Fragen zu ermöglichen. Die Beschäftigung mit seinem Denken führt in die offene Weite des Fragens und damit in die Freiheit. Gracias.